Er war der Held einer ganzen Generation und einer der größten Mythen der Popkultur. Easy, Miss. I've got you. Er rettete schöne Frauen, fing Hubschrauber im Flug und beschützte die ganze Welt. Superman, den Helden vom Planeten Krypton, spielte Christopher Reeve. Die Rolle machte den jungen Schauspieler schlagartig berühmt. Reeves zweite Leidenschaft galt dem Reiten. 1995 stürzte er bei einem Wettbewerb und brach sich zwei Wirbel. Er blieb vom Hals abwärts gelähmt. Bereits ein Jahr später trat Reeve wieder auf. Die Nation bewunderte den Mann, der sich mit dem Schicksal nicht einfach abfinden wollte. Wo immer er auftrat, kämpfte er für die Rechte Behinderter. Im Kongress forderte er im vergangenen November mehr Geld für die Forschung. Es geht nicht um Forschung, um der Forschung willen. Es geht um Hilfe für leidende Menschen. Wissenschaft ist keine Geldverschwendung. Reeve setzte sich für die auch in den USA umstrittene embryonale Stammzellenforschung ein. Seiner Krankheit bot er unermüdlich die Stirn. Aus dem Filmhelden war längst ein amerikanischer Held geworden. Der amerikanische Schauspieler Christopher Reeve ist tot. Der Superman-Darsteller starb im Alter von 52 Jahren in Mount Kisco in den USA an den Folgen eines Herzinfarkts. Reeve blieb nach einem Reitunfall vor 9 Jahren querschnittsgelähmt. Seitdem hatte er seine Popularität dazu genutzt, Spendengelder für die Erforschung von Rückenmarksverletzungen zu sammeln.